Ihr wollt wissen, was nach dem Öl kommt? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal kiffen. So, wie ihr seht, stehen wir wieder hier vorne bei unserer... Ja, also da fährt unser Zug, der im Moment ziemlich voll ist, weil auch gut ist. Und bringt den Spaß hier rüber. Das eine Rohr habe ich noch zu Ende gelegt, damit wir da auch wirklich in allen Vieren das haben. Der kann jetzt schön hier hin und her fahren. So lange braucht der auch gar nicht. Ja, das ist denn hier... Hier steht gar nicht, wie viel Durchsatz ich... 153 Gegenstände pro Minute. Was auch immer das bedeuten soll. Steht das hier? 62. Okay, das ist... ja. Ich würde jetzt auch hier ein bisschen puffern, damit das nicht abreißt, wenn wir eine neue Lieferung bekommen und so. Ihr kennt den ganzen Kram. Und zwar, jetzt überlegen, wir brauchen 4 Stück von denen, die ich da hier hinsetzen würde. Das ist, Moment, wo haben wir denn jetzt ziemlich mittig? Ziemlich mittig haben wir hier. Habe ich dann noch genug Platz für, das war Erz, ne? Ja, hier. Ja, okay, das kann ich hier vorne auf dem einen kriege ich auf jeden Fall reine Feststoffe raus. Das ist gar kein Problem. So. Was ich aber nicht hinkriege, ist diese Kurve hier. 600er? Oder, doch, die kriegen wir hin. Das ist ja optimal. Das heißt, hier wird leer, da wird voll. So soll das sein. Und das machen wir jetzt hier vor jedem Einzelnen. Immer schön mittig, auf der Höhe. Und hier nochmal. Mal gucken, wie war der Eingang hier verteilt? 936 Kinder rein. Das heißt, wir kriegen das nicht alles. Ganz wichtig. Musik ändern. So. Dahin. Und du. Dahin. Ich mache hier auch bewusst nur einen dran. Die können jetzt schön erstmal hier reinlaufen. Guck mal, wie gut die voll werden. Wie das dann klappt mit dem einem weiteren. So. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Leitungen. Ja, 2 600er. Jetzt ist die Frage, gehe ich einfach hin und stelle quasi mittig vor die Dinger nochmal welche. Wofür ich erst nochmal Plastik drauf. Kunststoff. So. Also das Ziel heute ist, den ersten Schritt vom Öl anzuschließen. Und dann den zweiten quasi schon mal zu planen oder vielleicht sogar schon aufzubauen. Da müssen wir mal gucken. Irgendwann gewöhne ich mir das auch nochmal an, dass ich von vornherein hier hingehe. Habe ich gesagt, ich brauche nochmal... reicht so. Die Pumpen... Na komm, dahin. Pumpen raus. Dann setzen wir uns nochmal 2 von den Kollegen ein. Haben wir genug. So. Gut, wir können auch eben hier rüber schweben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann sind wir auch schon da. Und zwar, die wäre, okay, ist jetzt die Idee besser, weil, nee, Moment, wir haben hier eine Linie,
Irgendwo. Da ist sie. Sag mal. Da ist diese Linie. Machen wir mal so. Dann würde ich da hingehen und sagen, du fühlst dich von da. Das wäre natürlich super gewesen, hätte ich mehr davon mitgenommen. Egal. Du fühlst dich von da nach da. Du gehst direkt da drauf und gehst dann da so rein. Das heißt, die beiden zusammen füllen den. Ist jetzt vielleicht nicht ganz mittig, genau einen Versatz, aber dann passt das besser mit dem, weil der nicht den richtigen Versatz hat. Ja, dann ziehen wir uns den Kollegen einmal direkt da dran. Dann müsste das auch sofort hier vorne loslaufen. Mehr oder weniger. Das machen wir mal mit Indikator. Es geht was darüber. Ich habe noch keine Rezepte eingestellt, richtig? Richtig. Das ist gut. Das brauchen wir eigentlich nachher. Alternativ. Heavy Oil Residue. Dieses hier brauchen wir. Okay. Das können wir dann gleich auch noch machen. So, der zweite. Wie machen wir den? Weil die zwei müssen jetzt die zweite Leitung füttern. Wie befüttern wir die am sinnvollsten? Also, ne, gleiches Prinzip, würde ich sagen. Und dann ab da oben drauf. Macht Sinn, oder? Und das war bei dem hier. Den müssen wir auf der Höhe halten. Aber den setzen wir wirklich schön mittig dazwischen. So. Gleiches System. Da kommt der Zug wieder. Also das scheint ja ganz gut hier zu laufen. Wie sieht es denn bei dir aus? 1500, 1500. Du bist voll. Du füllst dich. Wie sieht es bei dir aus? Du bist eher leer. Okay. Dann setzen wir mal den Kollegen hier oben drauf. Wie mache ich das jetzt? Ich gehe bis zu den 600 und dann fülle ich nach. Das wäre, glaube ich, das Beste, wenn ich mir das schon mal ausrechne. In dem Zuge könnte ich die Dinger auch dran machen. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen 30 pro Minute. Das heißt, nach 20 Stück muss ich nachfüllen. Nach 20 Stück muss ich nachfüllen. Das ist doch ganz gut. Warum geht da kein Rohöl rein? Rohöl ist dran. Kein Strom. Ernsthaft, den Strom noch nicht verbunden? Das ist aber gut. Weil dann kann ich hingehen und sagen, ja, zack, zack, zack. Okay, wir schmeißen jetzt mal eben überall die Rezepte rein. Das ist natürlich nicht mitgezählt. Das wäre clever gewesen, aber ja, zählen nachher einfach 12 von der anderen Seite. Dann passt das.
Den Strom machen wir quasi zuletzt. Weil dann können wir so nach und nach rannehmen, wenn sie voll sind. So. Das heißt, ich brauche. Dann ist das eine, die ich schon mal hier vorne vorbereite. Dahin. Aber anschließend wird noch nicht. Anschließend wird noch nicht. Seltsamer Satz. So, jetzt müssen wir immer die Dreier-Sets hier uns angucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wir gehen bis dahin. Und machen eine Nudel da dran. Dann haben wir das nicht. Dann wird ab hier nachgefüttert, weil bis hierhin geht das alles. Und da wir mehr haben, geht der auch in die Richtung und dann passt das. Das klingt doch nach einer guten Idee, oder? Ich muss mal gucken, wie weit kriegen wir dich denn gezogen. Bis ziemlich genau hier drauf. Das heißt, du gehst dahin und dann da dran. Kommst du wieder mit? So, und da gehst du nicht drauf, dann machen wir dich da drauf. So, zack. Zack. Dann gehst du dort. Zack. Da dran. Und du kommst jetzt bis hier. Genau. Gleichzeitig. Nee. Oder? So. Kommst du. Das ist ja ganz okay. Gehst runter. Und gehst dran. So, mit etwas Glück läuft man jetzt da. Da ziehen wir einmal durch hier. Das ist schön, er zieht immer genau in die Richtung, wie man es auch ja, ursprünglich gezogen hat. So, das haben wir. Das heißt, da kommt Öl an. Wunderbar. 69. Hier müsste jetzt überall gut was anstehen. Sehr schön. Und jetzt machen wir den ganz Doofe. Nein, machen wir nicht. Wir fangen von der Seite an. Also das Doofe wäre gewesen, quasi auf der anderen Seite von hinten nach vorne zu verkabeln. Und vorne anzuschließen, damit sie alle gleichzeitig loslaufen. Nicht eine gute Idee. Kabel. Da. Da dran. Jetzt laufen die drei hier los. Alle grün. Ruckzuck hast du die 50 voll. Da ist definitiv genug Zeug dabei. Ist auch voll. Und du bist auch voll. Und weil voll immer gut ist, bei Raffinerien, nicht nur Straßenverkehr. So, nehmen wir uns die nächsten dazu.
Schachzug. So will ich das singen. Er geht ja wirklich extrem schnell. Dadurch, dass wir im Moment auch das Material noch nicht rausholen, ist auch alles kein Problem. Weil die füllen sich jetzt halt auf. Grundsätzlich eigentlich eine schlechte Idee, weil dann habe ich einen Rückstau schon mal von vornherein. Aber das kriegen wir hin. Da müssen wir dann halt noch. Voll Wahnsinn. Hier müssen wir dann noch hingehen und den Spaß also hier das Polymer vorerst schreddern, wenn wir in den nächsten Schritt reingehen. Außer wir sagen, ja, wir machen das nicht vorweg, sondern nutzen das sofort. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Bedeutet aber, wir müssen jetzt erstmal viel arbeiten oder viel aufbauen. Ohne dass es irgendwie weitergeht. Also, ich bin schon. Ah, sehen. Ja, ich glaube, wir bauen erst auf und dann schließen wir an. Weil da sind sowieso so viele Zwischenschritte dann drin, das ist Quatsch. So, und das Gute bei dem Ganzen ist. Der Spaß kann dann auch sofort, also kann dann dafür sorgen, dass da vorne wieder voll ist. Das ist jetzt sowieso die Frage, wie gut kriege ich das alles aus dem Bahnhof raus? Ist das alles schnell genug? Wie sieht es denn bei dir aus, Kollege? Du bist voll, oder? Ja, du bist voll. So, dann dich ran. Nee, das Kabel mache ich nicht weg. Das ist dann halt so. Dann gehen jetzt 5 auf einmal an. So. Und so. Das heißt, eigentlich, wenn die Mitte voll ist, müsste das optimal sein, oder? Ja. Voll. Du musst gar nicht so viel pumpen, du musst auch nicht so viel pumpen. Ja. Du siehst gut aus. Wie siehst du aus? Voll. Voll. Beinahe voll. Warum auch immer? Ne? Fast voll. Also. Das sieht so aus, als hätte ich definitiv genug drin. Und wird auch genug hier hinkriegen. Das Schöne ist, jetzt das Ganze zu beschleunigen und mehr hinzukriegen, wäre einfach eben eine neue Bahn setzen. Einen neuen Zug, meine ich. Der fährt hin und her. Weil da hinten, wie gesagt, wir brauchen 900 irgendwas, 936. Wir ballern hier 2400, nein, 1200 rein. So, hier sind 2400. Und pro Minute, das sollte passen. Wie viel kommt hier an? Also wenn ich bei 219 davon ausgehe, dass das 219 irgendwas, also hier Kubikmeter pro Minute sind, 219 Kubikmeter. 131 sind schon mal 220, 250, 350. Hier sind 118. Da sind 310. Ja, wäre irgendwas um die 700. Aber das ist, ich wette, das ist mehr.
So, jetzt gucken wir uns einmal an, ob er. Also, er kommt auf jeden Fall hier schon mal recht voll an. Nicht mehr angucken, wie viel drin ist. Ja, okay, der kommt komplett voll hier an. So, jetzt kann er hier 300. Quatsch. Dann kann er knappe 600 abladen. Von den 1600, die da drin hat. Schüttelt sich ein bisschen, genau. Der ist natürlich voll. Bis gleich. Und er fährt wieder. Ja. Oh, er hat sage und schreibe 1400 rausgehauen. 1200. Bis. So. Er ist voll. Also. Ja. Das wird passen. Und die sind schon wieder fertig. Sehr schön. So, jetzt fangen wir an. Und zwar, wir haben da vorne das Wasser. Das erste, was wir jetzt brauchen, ist der Diluted Fuel. Dafür. Produktion. Brauchen wir die Blender. Davon brauchen wir 15 Stück. 15 Stück. Ich habe für nicht ansatzweise irgendwas davon genug Zeug da. Ich kann nicht mal einen bauen. So, das heißt, wir gehen jetzt hin. Machen uns wieder leer. Wir fangen mit dem Spaß von vorne an. Beton brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir dafür auch erstmal nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Das ebenfalls nicht. Zwei Schrauben, wo auch immer die jetzt hingehen. Ihr werdet einmal einsortiert. Hier. Hier und die 38 hier dran. So. Dann fangen wir schön sauber bei 0 an. Als erstes brauchen wir Motoren. Die waren. Da. Motoren. 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hammer. Das nächste waren die Kollegen. Davon brauchen wir 150. 1, 2, 3. Haben wir. So, jetzt brauchen wir die Kollegen. 750. 1, 2, 3, 4. Und die Funksteuereinheiten. Davon brauchen wir 75. Haben wir. Es wäre doch besser gewesen, den Beton zu behalten. Gerade so. So weit vorne wieder. Oh, Treffer. Beton genauso wie Stangen. Und Platten. Für Masten. So, das sollte aber reichen. Dann einmal hier rüber. Wie gesagt, Wasser haben wir direkt hier vorne. Das heißt, die Rohre gehen eh nach links. Also sollten wir als erstes hier vorne die Mixer hinsetzen. So. Falsch. Blenden. Die sollen da reinkommen. Die Sachen. Jetzt möchte ich das so haben, dass der hier. Wie haben wir das Ding gemacht? Ungefähr auf die Höhe. Okay. Wir lassen wieder drei Platz. Lassen wir drei Platz plus
Stärke. Wir lassen 4 Platz. Ein Rüber. So machen wir das. Dann können wir dort nämlich direkt den Spaß hinziehen. Und ich ziehe das jetzt einfach ganz doof durch. Die alle schön nebeneinander. Bis wir kein Material mehr dafür haben. Dann haben wir die Kollegen schon mal stehen. Wenn wir uns als nächstes vornehmen, 14 Raffinerien. So, jetzt heißt es, wir haben nichts mehr. Also das sind 15 Mixer. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir brauchen 14 Batterienflöte. Das sind 4 mal 3 plus nochmal ein bisschen. Also, generieren. Quatsch. Das machen wir gar nicht so. Blaupause. Fünf brauchen wir, Mann. Dann holen wir uns davon die Besten. Da noch so drauf. Wir fangen wieder bei den Motoren an. Die waren dort. 150. 1, 2, 3. So, fertig. Ist sowieso schon zu viel. Ups. Brauchen wir nicht. Wir brauchen als nächstes. Die Kollegen, davon brauchen wir 150. Oder fällt mir ein? Ich hatte ja gerade zu viel von den Kollegen. Wovon hatte ich noch zu viel? Ich habe zwei Sachen, von denen ich zu viel hatte. Von denen. Die können eben einmal mit einsortiert werden. Sehr gut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir wohl. Hi. Und hiervon brauchen wir. Davon brauchen wir immer deutlich mehr. Ein bisschen mit. Und das. So. Jetzt sagt die Zeit. Ein, zwei Minuten könnte das ein bisschen. Wobei, eigentlich. Ja, machen wir. Ein bisschen länger. Jetzt wäre interessant, ob ich es schaffe, wirklich da hinten noch vor dem Bahnhof zu setzen. Also bis vor dem Bahnhof. Weil das wäre natürlich ein Träumchen. Dann hätten wir alles das, was hier rausgeht an Flüssigkeiten, wird einfach nur einmal auf die andere Seite. Schauen wir mal. So. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt scheitert es an zwei Stücken. So. Jetzt muss ich jetzt zwei Raffinerien auf die andere Seite. Ärgert mich ein klein bisschen. Aber jetzt nicht so hart, dass ich da echt Stress mit hätte. Das machen wir uns jetzt wirklich einfach. Hier runter.
Dann müssen wir jetzt einmal gucken und gehen erstmal. Und zwar gehen wir vor die mittlere, genau vor dem Strommast, genau. Genau vor dem Strommast. Setzen dich so hin. So. Wo steht der Strom? Der steht zwei daneben. Also, wenn du sagst, dahin. Da ist Mitte. Ein daneben, zwei daneben. So. Stehen die sich schön gegenüber, hoffe ich. Ja, das passt perfekt. Schnell mal fertig. Jo. So wollen wir das haben. Und dich? Brauchen wir nicht. Zack, 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 zack. Zack. Schwebt da noch was. Steht da noch was. Und da hinten habe ich eine Lücke gemacht. Wunderbar. So, damit hätten wir die. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ohne euch, ich schließe den Spaß hier an. So, dass da drüben einmal das fertige Produkt hier reingeht. Das heißt, ich werde den Teil, den ich dafür brauche, auf der Seite rausleiten, den anderen Teil auf der Seite rausleiten. Und da das garantiert wieder nicht 100% hinkommt, weil da auch wieder so komisch knappe Nummern sind, wird sich das zusammen irgendwie fügen und dann passt das. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.